Das diesjährige Gebet am Kreuz zur Erinnerung an den Besuch von Papst Benedikt XVI. In Regensburg fand nicht wie gewohnt auf dem Islinger Feld, sondern aufgrund des Wetters in St. Franziskus in Burgweinting statt. Bischof Rudolf Voderholzer verurteilte während des Gebets jegliche Form von Gewalt im Namen des Glaubens. Mein Aufruf, auch vor dem Hintergrund der Aussagen vom Papst Benedikt, es muss von allen wirklich gläubigen Menschen, ungeachtet der Unterschiede, die es in den Religionen gibt, einen Aufstand der wahren, gottesfürchtigen Menschen geben, dass Gewalt niemals im Namen Gottes ausgeübt werden kann und dass man zum Glauben nicht mit Gewalt gezwungen oder bekehrt werden kann. Es muss von vornherein klar sein, nicht Gewalt erlöst die Welt, sondern die Liebe. Und das hat Papst Benedikt wunderbar in seiner Regensburger Rede ausgeführt. Und wie notwendig auch das Ringen und die Debatte darum ist, das sehen wir jetzt. Bischof Rudolf verband seinen Appell mit der Einladung, am 10. Oktober bei der Regensburger Rosenkranzprozession für die verfolgten Christen zu beten. Ich erhoffe mir ein deutliches, sichtbares Zeichen auch der Menschen, dass sie auf die Straße gehen. Wir demonstrieren nicht gegen jemand, wir demonstrieren für die erlösende Kraft der Liebe und für die Kraft des Gebetes. Nicht Gewalt erlöst die Welt, sondern Liebe. Dieser von Papst Benedikt 2006 in Regensburg gesprochene Satz erscheint aufgrund der heutigen Weltlage wichtiger denn je. Der Papst aus Bayern erwies sich bei seinem Besuch in der Heimat vor 6 Jahren als weitsichtiger Beobachter und Mann des Friedens.